Oh. Und tschüss. So cool, wie er den die Beine wegzieht, sieht echt genial aus. Das war cool. Entschuldigung. Zack. Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Edensplitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Edensplitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George. Es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt, so skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel.
Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George. Wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstrecke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht! Noch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihnen das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist Aro und wir spielen Assassin's Creed Syndicate. So, wir sind jetzt der gute Jacob, einer von zwei Protagonisten, die man spielen kann. Ich spiele auf der PlayStation 4. Und ich habe auch schon die anderen Teile gespielt, es gibt davon mehrere. Man kann sich drüber streiten, wer der Beste ist. Eigentlich kann man das nicht, der Beste ist der mit Altair. Ich bin aber schon ziemlich lange nicht mehr gespielt, also muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Wir müssen zur Tür, denke ich mal, um rauszufinden, dass sie bestimmt zu ist, weil sonst wäre es ja viel zu einfach. So, wir haben es erreicht. Mann, bin ich gut. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! So. Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ja, dann machen wir doch mal ein paar Probleme. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Habe ich doch gemacht. Ich halte R2 gedrückt und mache den Parcours auf. Ha! Sabotieren! Da fliegt mir eine Idee zu. So, die bewegen sich schon mal nicht. Das sieht so aus, als ob man da rüber kann. Sehr stabiler Stahlträger. So, und nochmal hier rüber. Alle Assassins-Typen sind sehr akrobatisch veranlagt. So, und noch eins da drüben. Dann müsste sich die Tür eigentlich öffnen. Die Tür wäre auf. Was soll denn das? Wer ist dafür verantwortlich? Und der Knabe ist tot. Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Das war schon mal cool. Du bist der tote Mann. Fahr ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du bist so gut wie tot. So, jetzt lernen wir ein bisschen die Steuerung kennen. Mit Viereck greife ich an. Jacob ist ziemlich brutal. Mit Kreis kontern wir. Oh. Nö, brauche ich nicht. Man muss aber immer aufpassen, wenn man kontert, also dann blinkt der Balken da so gelb und dann sollte man Kreis drücken. Natürlich kann ich das verteidigen.
So, jetzt haben wir dem erstmal die Verteidigung genommen. Jetzt können wir angreifen. Oder eher mal blocken. Beziehungsweise ausweichen. Aber das brauchen wir nicht mehr, weil der Typ hinüber ist. Cool. Der Kampfstil von Jacob gefällt mir sehr gut. Er erfüllt seinen Zweck. Und die Leute sprechen hier natürlich auch Englisch, weil wir sind ja in London. So, öffnen wir mal die nächste Tür. Wir sind eine Assassine. Wer die Teile noch nicht kennen sollte, ich muss noch etwas weiter nach oben. Sollte das unbedingt nachholen. Sie sind einfach unglaublich. Nicht alle. Aber die ersten mit Altair, dann mit Ezio auf jeden Fall. Also wer das nicht kennt, der fehlt was von der Spielkultur. Also das ist wichtig. Das sind so Meilensteine der Geschichte. Die muss man einfach gespielt haben, diese Spiele. Dann das Assassin's Creed mit Connor. Das muss ich machen. Na, das ist neu, oder? Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, wie gesagt. Gegner, die sie sehen können, schöpfen Verdacht. Wenn sie in deren Blickfeld bleiben, werden sie aggressiv und greifen an. Gehen sie hinter eine Deckung, um Gegner abzuschütteln. Sie werden dann ihre letzte bekannte Position untersuchen. Das ist der letzte Fehler, den du jemals machen wirst. So. Wir rennen einfach mal weg, weil der Typ interessiert uns ja eigentlich gar nicht. Der Typ, der steht da einfach so rum. Den nehme ich mal mit. So, genau, der Teil mit Connor existiert für mich nicht. Also das war ja einer der schlimmsten Teile. Und danach kam Edward, der Pirat. Fand ich auch sehr gut. Zuerst war es ein bisschen schwierig, mit den Seeschlachten klarzukommen. Oh, cool. Im Vorbeigehen. Hammer. Aber da kommt man rein, finde ich. Sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Ist mal was anderes. Dann gab es noch Rogue oder so. Rouge, keine Ahnung. Da war man dann mal ein Templer. Den habe ich mir leider nicht gegönnt. Weil ich fand, das war ein bisschen zu sehr wie Edward. Da ging es auch um Schiffe. Dann gab es noch irgendein 2D-Dings mit einer Asiatin. Das habe ich auch nicht gespielt, weil 2D ist nicht so meins. Und dann kam Assassin's Creed Unity. Und da, den habe ich mir zwar geholt, aber ich habe den nicht gespielt. Ich habe den, ich kam nicht mal dazu, meine Ausrüstung zu holen. Wenn sie mit X schleichen, sind sie schwerer zu entdecken und sie können sich schneller bewegen. Der Schleichring zeigt Gegner über und unter ihnen. Halten sie hinter einer Deckung L2 gedrückt, um zu zielen, drücken sie dann R2, um Messer zu werfen. Oh Gott, links und rechts, das ist ja ganz toll. Links und rechts. Okay, erstmal links. Da ziele ich und rechts werfen oder mit, eigentlich ist doch werfen mit Ding, oder? Und wenn man den Kopf wirft, dann fallen die natürlich gleich um. Und jetzt sollten wir mal schleichen. Genau. Drücken Sie L3 für das Adlerauge. Das hat natürlich jeder Assassine, sonst ist man kein Assassine. Hast den ganzen Nachmittag über nichts anderes geredet. Ich konnte dich ebenso wenig vom Quasseln abhalten wie von deinem Brandy. Da drüben ist einer. Nichts schlägt eine gute Diskussion mit meinem Nachbarn. Markieren Sie Gegner, indem Sie sie mit dem Adlerauge ansehen. Markierte Gegner sind auch durch Wände hindurch sichtbar. Oh, warte mal. Den machen wir von hinten. Oh, da ist auch noch einer. Die sind ja wohl überall hier, oder? Und tschüss. Tschüss. Plündern. Plündern ist immer gut. Vielleicht hat der ein paar Wurfmesser. Genau. Wurfmesser gefallen mir schon mal sehr gut. Bei Assassin's Creed Unity bin ich nicht mehr dazu gekommen, ich weiß nicht mehr wie der hieß, den Arno anzuziehen. Also der hat nicht mal bei mir seine Assassinenkleidung bekommen. Ich fand den so langweilig. Keine Ahnung. Ich bin mit dem überhaupt nicht warm geworden. Und das Spiel war so verbuggt. Klar, sie haben dann immer mal wieder Patches rausgebracht oder so, aber ich finde es eine Unverschämtheit, einen so unvollständiges Spiel auf den Markt zu bringen. So.
Ich habe gedacht, ich gebe Assassin's Creed Syndicate daher einfach nochmal eine Chance, um mich wieder von der Serie begeistern zu lassen. Und bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir sehr gut. So. Da hoch müssen wir. Können wir gleich den direkten mitnehmen oder müssen wir außen rum? Ich glaube, wir müssen außen rum. Irgendwo müssen wir hier hoch. Gibt es hier irgendwo eine Treppe? Nee, aber eine Leiter. Nehmen wir mal die Leiter. Ja. Ja, genau. Leitern und so ist für die sehr schwierig, aber Wände und alles andere, kein Problem. Ja, und der Kopf. Super, wir werden noch zum Kopfschützen hier, also zum Scharfschützen. So, plündern. Geld kann man immer brauchen. Beruhigt euch, ich will gar nichts von euch. Da drüben. Nee, ich möchte eigentlich hier rüber. Junge, das ist das, was ich nicht so mag an denen, dass die viele Sachen machen, was man gar nicht drückt. Komm, mach mit. So, ich will runter, was los? Jetzt machen wir mal das Adlerauge rein. Im Moment scheint alles in Ordnung zu sein. Und da drüben müssen wir hin. Wusch. Und runter. Na, kommst du durch? So. Ziemlich große Fabrik. Mr. Ferris, Rupert Ferris. Aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut. Aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. In Ordnung. Wir schmeißen aber erstmal das Adlerauge an. Da drüben rennt schon mal zwei. Noch mehr? Einer muss sich um ihn kümmern. Oh, halt. Komm, also. Wie hat. Der kann mich gar nicht gesehen haben, nur mal so. Wir warten jetzt und dann machen wir ihn fertig. Tschüss. Ach ja, komm her. Du bist der Nächste. Nein? Doch keine Lust? Man soll ja in Assassin's Creed eigentlich schleichen und die alle hinterrücks ermorden. Man ist ja ein Assassine. Aber so gut bin ich in den ganzen Schleichdinger nicht. Eigentlich bin ich ein total ungeduldiger Mensch und für mich sind die Spieler eigentlich überhaupt nichts. Weil man die halt planen muss und sollte wirklich, man muss ja nicht jeden hier umbringen. Es geht ja eigentlich darum, immer nur die Zielpersonen zu eliminieren. Können wir hier irgendwo von oben lang kraxeln? Hier ist ein Balken. Ja. Ups. Kannst du? Nee, mach da irgendwie gerade nicht. Eigentlich will ich oben irgendwie lang. Aber. Wie komme ich denn hier rum? Ich muss auch oben lang. Jacob, streng dich mal ein bisschen an hier. Genau. Sag ich doch, oben lang. Da drüben ist einer. Okay, mit einem habe ich kein Problem. Also echt, die Akrobatik ist richtig genial. Nur mit dem Runterspringen haben die immer ihre Probleme. Weiß auch nicht. Ah, nein, komm, du hast mich gar nicht gesehen. Ach komm, ich war noch schnell genug. Also, echt cool, wie er kämpfen kann. Perfekt. So. Wir plündern den. Blut ist auch auf dem Boden, klar. Ihr habt nichts gesehen. Das musste ich machen, der ist böse. Guckt mich nicht so an. So. Eigentlich kann man auch noch pfeifen. Ich würde den ja gerne von hinten angreifen. Komm, springen. Oh.
Und? Ach, nee, oder? Warum muss er sich jetzt umdrehen? Ich hab doch gar nichts... Hier, die Kinder, die heulen hier wieder rum. Ich habe aber gar nichts gemacht. Eingang. Hier, es muss irgendwo noch eine Tür sein. Da. Und weiter geht's. Oh. Und tschüss. So cool, wie er denen die Beine wegzieht. Sieht echt genial aus. Das war cool. Entschuldigung. Zack. Ja, ja. Ihr wollt, versteht ja wohl, dass ich... Nein, ihr habt mich nicht gesehen. Lass mich in Ruhe, ich will den... Nicht. Du machst doch die anderen ganz kirre. Mist. Den hätte ich so schön versteckt töten können. Ich glaube, jetzt habe ich gerade eine Klinge aktiviert. Mist. Ich habe nämlich nur noch 3. Also die Wurfmesser gefallen mir echt gut. Vielleicht hat er ja noch ein paar. Hm, ja, ein Wurfmesser hatte er. Alles gut, Leute. Ich will nicht zu euch. Ich will zu dem hier. Tschüss. So, da oben hängt der gute Knabe. Dann gehen wir mal nach oben. Ich möchte nach oben. Was ist los? Nein. Jacob. Dankeschön. Aha. Kann ich den mit dem Wurfmesser eliminieren? Und tschüss. Das ging schnell. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Der Beweis, dass wir ihn wirklich getötet haben. Wobei, das Blut kann eigentlich von jedem, kann auch vom Schaf sein oder so. Aber Gott sei Dank müssen wir nicht mit dem Kopf rumrennen. So, jetzt sollten wir aber machen, dass wir hier wegkommen. Wir können ihn nur tragen, wir können diesen Typen hier nicht beklauen. Ich glaube, ich bleib mal in dem geduckten Modus hier und raus. Und da raus, da oben raus. Okay, da oben geht's raus. Freiheit! Der Assassine tötet ihn! Der kommt wie gerufen. Oh. Ja, wir hauen ihn einfach mal ab mit dem Zug. Wie geil ist das denn? Ja. Ihr wisst schon, dass 2 gegen 1 unfair ist. Wobei... Eigentlich ist es für euch ziemlich unfair. Ihr hättet mal ein bisschen Verstärkung mitbringen sollen. Es geht echt gut von der Hand, das Kampfsystem, muss ich sagen. Und es sieht ungemein cool aus, wie er die ausnockt. Hammer! Oh, jetzt sind es schon 3. Los, auf Wiedersehen. Kann ich auch jemanden in den Zug schmeißen? Ich probier's mal. Nicht so wirklich. Und doch, hat's eigentlich ganz gut geklappt. Ja, da hinten steht noch einer. Ich weiß nicht, ich plündere den erstmal. Dann hat der andere Zeit herzukommen. Oder auch nicht. Wir werden verfolgt. Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Nee, ich glaube nicht.
Das sieht nicht gut aus. Jacob, runter vom Zug. Mach, dass du wegkommst. Lauf, Junge, lauf, lauf, lauf. Schneller. Oh mein Gott. Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Aber er hat wenigstens Humor. So, nach unten klettern. Ja, dann machen wir das doch mal. Das sieht nicht gut aus, halt ich fest, Kumpel. Oh, wow, 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 wir sollten machen, dass wir hier wegkommen. Und zwar schnell, Jacob, schnell. Okay. Okay. Da und los, komm schon. Runter da, super. Wow. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Das war ja schon mal ein super Auftritt für unseren ersten Protagonisten. Super, also Jacob gefällt mir richtig, richtig gut. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welcher Assassine euch bis jetzt am besten gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!